Moin Leute, heute gibt es wie versprochen das Paladin-Update und zwar ein Mid-Game-Level-80-Update, wo ich einiges geändert habe und damit würde ich sagen, wir fangen mal an. Ja, als erstes habe ich die Waffe geändert. Vorher haben wir mit dem Erdenbaumspeer gekämpft und jetzt habe ich umgestellt auf das sogenannte Langhorn des Gesandten. Dafür braucht ihr 23 Stärke, 11 Geschick und 18 Glaube. Das ist auch ein Großhammer, welchen man in der Hauptstadt von Liandel bekommt. Dafür reisen wir als erstes zum östlichen Hauptwall. Dort gibt es auch die Gegner, die das kleine Horn droppen. Aber wir wollen ja das mittelgroße haben. Es gibt noch ein ganz großes. Ja, und dafür müssen wir halt den Typen quasi kaputt hauen, der halt das größere Horn hat. Und was ist so besonders an dem Ding? Ganz einfach, ist halt ein Großhammer, macht relativ guten Damage. Ist zwar ein bisschen langsam, aber der Schaden stimmt. Wir können gut die Haltung unserer Gegner durchbrechen. Aber der richtige Hauptgewinn ist hier eigentlich die Kriegsasche. Damit könnt ihr nämlich Blasen verschießen. Und diese Blasen machen halt heiligen Schaden. Wenn alle Blasen treffen, macht das ziemlich derben Schaden sogar. Die einzige Schwachstelle der Waffe ist halt eben, dass die Kriegsasche am besten gegen große Gegner funktioniert, weil diese Blasen, die verfolgen zwar den Gegner so ein bisschen, aber nicht so hundertprozentig. Dementsprechend bei kleinen Gegnern treffen meistens nicht alle Bubbles und machen dann halt nicht den maximalen Damage. Dafür haben wir dann halt die Trompete selber, die natürlich von sich aus schon ziemlich reinhaut. Und wenn ich die Kriegsasche benutze, dann komme ich mir immer so vor wie dieser, wie heißt der nochmal? Epic Sex Guy oder so? Also dieser Saxophonspieler vom Eurovision Song Contest, der da rumgespielt hat. So komme ich mir da immer so ein bisschen vor. Aber gehen wir weiter zum nächsten Item. Und zwar haben wir als nächstes ein neues Schild. Ich wollte mal ein neues Schild ausprobieren. Und zwar habe ich mich hier für das goldene Bestienschild entschieden. Dafür braucht ihr 24 Stärke, um das Ding überhaupt zu tragen. Und das Schild findet ihr im Prinzip am Side of Grace, die vier Glockentürme. Dort angekommen, nehmt ihr den magischen Steinschwertschlüssel aus der Truhe und begebt euch dann zum Tor im Video. Hier landet ihr beim Ort von Anfang des Spiels, wo euch dieses komische Vieh mit den ganz vielen Armen platt gemacht hat. Da könnt ihr jetzt aber ansetzen und euch rächen, denn das Vieh lässt eben auch dieses Schild fallen und ist ziemlich gut, hat keine Kriegsasche, dementsprechend können wir direkt die Kriegsasche von unserer Waffe auch benutzen. Und weiter geht's mit dem Siegel des Göttertöters. Dafür brauchen wir 27 Glaube. Das Siegel finden wir im Sturmschloss. Dort müssen wir uns zum Side of Grace Waldturm begeben und dort dem Weg im Video folgen. Ach ja, und ihr braucht übrigens einen Steinschwertschlüssel, damit ihr Siegel brechen könnt für den Raum, wo zwei Truhen sind. In der einen Truhe finden wir dann halt das Siegel des Göttertöters und in der anderen finden wir ein Buch, welches wir dann einem Incantation-Lehrer geben können, entweder der Riesenschildkröte oder dem Typen in der Tafelrundenfeste und dann können wir uns auch den Schwarzflammen-Incantations kaufen. Anrufung, genau, so heißt es auf Deutsch. Und dann nehmen wir dann den schwarzen Feuerball. Der hat nämlich eine gute Range und macht auch echt guten Damage. Und dann kommen wir auch mal kurz zu der Rüstung, die ich trage. Falls ihr Bock habt auf den Helm, den ich hier anhab, dann müsst ihr im Prinzip nach Kellet. Dort an der Südhochstraße von Kellet folgt ihr einfach dem Weg im Video, dann findet ihr den Händler und könnt euch den Helm holen. Ich finde den ganz cool, weil der so ein bisschen aussieht wie von so einem Tempelritter. Und für die Rüstung selber müsst ihr im Prinzip die Kuckucksritter farmen. Die findet ihr am Fuß der vier Glockentürme zum Beispiel. Dort gibt es ein Soldatencamp inklusive eines Kuckucksritters, der diese Rüstung droppen kann.
Ja, kommen wir jetzt zu den Talismanen. Der erste Talisman, den wir uns holen, ist Godfreys Ikone, welche alle Zauber und aber auch Kriegsaschen, die aufgeladen werden können, verstärkt. Dazu zählt, soweit ich weiß, auch unsere Kriegsasche mit den Bubbles. Das heißt, für den Talisman müssen wir zum Altusplateau, Site of Grace. Von da aus folgen wir dem Weg im Video. Und am Ende landen wir an einem Siegelgefängnis. Den Boss müsst ihr legen und schon haben wir den Talisman. Nach diesem Talisman holen wir uns noch Radagons Wundsiegel. Dieses finden wir an der Festung Ferret in Kellet. Dort müsst ihr auch wieder dem Wiki im Video folgen, dann findet ihr das Ding. Ihr kennt es ja. So, dann kommen wir zum dritten Talisman. Diesen findet ihr im Prinzip am Anfang des Spiels, ja, und zwar am Grab eines Randvolkshelden. Dort dem Weg folgen und ihr findet den Talisman Gunst des Erdenbaums. Dieser verstärkt LP, Ausdauer und Ausrüstungsgewicht, was natürlich ganz gut ist, weil wir sind ja ein Tank, wir brauchen ein bisschen LP, Ausdauer zum Tanken. Können wir also ganz gut gebrauchen, nehmen wir mit. Und der letzte Talisman, den wir brauchen, das ist der heilige Skorpion-Talisman. Dieser boostet nämlich nochmal unseren Heiligschaden. Den finden wir in Kellet an der schwelenden Kirche. Dort werden wir von einem NPC invaded. Den müssen wir umhauen und bekommen dafür den heiligen Skorpion-Talisman. Ja, für meine Arzneimischung habe ich die Heiligschleierträne, welche euren Heiligschaden nochmal boostet. Ne? Ihr seht, wohin das Ganze hinführt. Im zweiten Slot habe ich die Blasenträne, weil wir müssen natürlich auch ein bisschen tanky sein und die Blasenträne sorgt halt dafür, dass wir auch einen Schlag aushalten, ohne großen Schaden zu kriegen. Die Tränen findet ihr in diesen niedrigen Heiligbäumen. Wenn ihr die noch nicht habt, habe ich in der Beschreibung einen Link, bei dem ihr nochmal genauer nachschauen könnt, wo ihr die findet. Wollte ich jetzt hier nicht reinnehmen, um das Video noch länger zu strecken. Und ja, kommen wir noch kurz zu den Werten. Dort habe ich 34 Kraft, 26 Kondition, natürlich zum Tanken. 26 Stärke, 26 Geschick und 28 Glaube. Arkan und Geschicklichkeit habe ich hier nur, weil ich noch ein paar Waffen testen will. Dementsprechend könnt ihr die einfach ignorieren. Ihr solltet euch hier wirklich auf Kraft, Kondition, Glaube und Stärke konzentrieren, weil das die Werte sind, die wir halt für unsere Anrufung und halt auch für unsere Waffe brauchen. Und genau, das sind halt die Werte, die wir hauptsächlich brauchen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Bild. Der Bild macht halt relativ viel Spaß, vor allem weil ihr halt gerade den großen Gegnern damit richtig einen reinhauen könnt. Bei kleinen Gegnern wird es halt ein bisschen schwieriger, aber da kommt dann halt die Wucht der Trompete zum Einsatz. Und so seid ihr im Prinzip eigentlich ganz gut gegen alles gerüstet. Ihr könnt auch gut tanken, dementsprechend haltet ihr auch ein bisschen was aus. Und ja, unten habe ich euch aber auch noch zwei Zauber verlinkt, die euch ebenfalls helfen können. Findet ihr ebenfalls unter dem Link einfach. Ne, steht da auch Elden Ring Map Link quasi dann, wenn ihr das Ganze finden wollt. Und dann wird euch das nochmal auf einer interaktiven Map angezeigt. Ich denke, viel besser kann ich es dann auch nicht erklären. Und ja, das war's dann. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst gerne auch in den Kommentaren da, ob ihr das cool findet, dass ich dann bei den Updates auch so ein bisschen einfach mal andere Sachen ausprobiere. Und ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da oder auch nicht.
ja, alles, was ihr tut mit diesem Video, im Prinzip supportet mich. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank für euren bisherigen Support und man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und...